Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal wieder mit einem Top 10 Ranking. Diesmal zu den besten Karten aus Shining Victories. Neues Set. Sneak ist bereits dieses Wochenende. Falls ihr könnt, falls ihr in der Nähe wohnt, schaut beim Phantasm in München vorbei, bei der Sneak. Wir werden natürlich vor Ort sein. Ansonsten am Donnerstag danach, nächste Woche, wird das Set erhältlich sein. Wie gesagt, schaut beim Phantasm in München vorbei oder beim Zombie-Zocker für alle Einzelkarten. Oder schaut bei Chongs Turnier vorbei, das am Wochenende danach, am Sonntag, 8.05. stattfinden wird. Wer unsere TPT Real Talks geschaut hat, wird wissen, Chong ist jetzt TO geworden, Tournament Organizer. Und das Display-Turnier zu Shining Victories wird eines seiner ersten Turniere sein. Alle Infos unten in der Beschreibung und dann nochmal auf Facebook, falls ihr vorbeischauen wollt, falls ihr Chong unterstützen wollt als neuer TO. Ansonsten jetzt zu den Top 10. Dann haben wir auf Platz Nummer 10 Raid Raptor Ultimate Falcon. Raid Raptor ein bisschen gehypt deswegen, die gibt es ja schon ewig lang. Konnte mich in all den Sets bisher nicht überzeugen, auch mit diesem neuen Bossmonster nicht. Aber mal schauen, Potenzial ist immer da. Und die anderen sehen da auf jeden Fall mehr Potenzial. Die haben den sogar ein bisschen höher gesetzt auf der Liste. Aber wir wissen alle, der Rest der Jungs ist ein bisschen weich, bisschen immer sehr großzügig, was Potenzial und Punkte und Rating und sowas angeht. Dann haben wir auf Platz Nummer 9 die neue Mirror Force, Rippling Mirror Force. Mischt alle gegnerischen Monster in Angriffsposition zurück ins Stack. Klingt eigentlich ziemlich krass, aber muss ein direkter Angriff sein, also auf jeden Fall ein bisschen eingeschwächt, limitiert. Aber wir werden sehen, also es haben eigentlich alle Mirror Forces Potenzial und bisher wurden die meisten von denen irgendwann mal gespielt, also auch wenn es nicht immer zu der Zeit war, wo es rausgekommen ist, sondern vielleicht erst später, aber die meisten Mirror Forces haben Potenzial und wurden eben gespielt. Und die kommt auch noch Secret Rare raus wieder. Dann haben wir auf Platz Nummer 8, vielleicht sehr überraschend, vielleicht auch nicht sehr überraschend für viele, Cosmo Dark Planet. Der Hype ist groß, es wird viel diskutiert. Ihr habt es gesehen bei unserem TPT React zu den neuen Cosmo-Karten. Er könnte echt das absolute überklasse Bossmonster sein, das man halt nicht mehr wegbekommt und einfach Game ist, wenn es liegt. Aber ich habe da irgendwie so ein komisches Gefühl, dass der echt scheiße sein wird. Wird Secret Rare sein. Preis ist momentan auch noch okay. Mal schauen, wie der Preis dann wird, nachdem die Karten erschienen sind. Dann auf Nummer 7 haben wir die Bügelbots. Ich habe keine Ahnung von den Bügelbots, aber mir wurde gesagt, der ist ziemlich gut. Despot 009. Theoretisch ist Tati unser Spezialist für die Bügelbots, aber der ist gerade mit dem ganzen Cosmo-Zeug beschäftigt. Dann haben wir auf Platz Nummer 6, sehr, sehr überraschend, Angel Trumpeter, normales Monster. Wir haben einen TPT React, wie immer gemacht, zu den interessanten Karten aus dem Set, die einzelnen wieder, die zu keinem Themendeck gehören. Und da war die Karte auch dabei, werdet ihr morgen sehen. Also ich fand sie interessant, ich habe sie jetzt dann auch bei anderen YouTubern gesehen. Und die Jungs fanden das sehr überraschend, konnten dazu nicht viel sagen, haben mich auch gefragt, wieso ich die überhaupt draufgesetzt habe, für die zum Reviewen. Aber ist auf jeden Fall für ein normales Vanilla-Monster sehr interessant. Mal schauen, ob diese ganzen Dracopol-Varianten die Karte übernehmen werden. Dann haben wir auf Platz Nummer 5 Fire King Island. Ihr habt bestimmt schon die ganzen Combo-Videos gesehen mit den Cosmo-Monstern und was für Felder die rauslegen können. Zu der haben wir auch ein extra Video gemacht. Also wird nicht in dem TBT-React morgen sein. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir das Video veröffentlichen werden. Der Inhalt von dem Video hat mir nicht ganz so gefallen. Mal schauen, vielleicht drehen wir es auch nochmal neu. Jetzt, wo wir mehr Informationen zu der Karte haben und zu den Combos, die sie möglich macht. Auf jeden Fall eine klasse Karte, wohlmöglich die beste Support-Karte für Cosmo, obwohl es keine Cosmo-Karte ist. Dann auf Platz Nummer 4, Perform Opal Odd-Eyes Unicorn. Verbindet halt die zwei Themendecks, Perform Opals und Odd-Eyes. Und beide werden noch mehr Support bekommen, vor allem Odd-Eyes. Und ja, mal schauen, vielleicht werden die neue Top Pendulum Themendecks sein.
Platz Nummer 3 geht an Crystal Wing Synchro Dragon, das Titelbildmonster von dem Set. Starker, interessanter Effekt. Problem ist halt, muss durch einen Tuner und einen Non-Tuner Synchro-Monster beschworen werden. Level 8, 3000 ATK. Im Blue Eyes Deck sollte das kein Problem sein. Zu der Karte gehen wir morgen auch noch genau ein in TPT React. Ist halt eigentlich ein Cosmo-Killer. Dann haben wir auf Platz Nummer 2 Cosmo Dark Lady. Die ist echt krass. Wird Secret Rare sein natürlich. Momentan im Vorverkauf um die 40 Euro. Mal schauen, ob sie steigen wird, ob der Preis so hoch bleiben wird. Interessant ist halt, sie ist Pilotin, obwohl sie Level 5 ist. Also die Cosmo Boys bisher, die Jungs aus der Gruppe sind sehr begeistert von der Karte. Dann haben wir auf Platz Nummer 1 natürlich Ghost Reaper, Winter, Cherries, Blossom, wie auch immer die heißt. Mal schauen. Secret Rare, beste Seitekarte vielleicht. Wird jeder dreimal brauchen. Tschüss BA. Und ja, das waren die Top 10 der Karten aus Shining Victories. Wie immer könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, was ihr von den Karten haltet, welche ihr in die Top 10 getan hättet und auf welche Karten ihr euch besonders freut, welche ihr versucht auf der Sneak zu ergattern. Sehr stressige Woche, wenig Zeit, mal schauen, was wir noch so alles hinbekommen. Natürlich wollen wir wie immer ein paar Reviews zu den Themendecks machen, die rauskommen. Sind ja ein paar interessante dabei. Showmatches sind theoretisch auch geplant. Mal schauen, ob wir das alles hinbekommen. Wird schwer. Dann noch ein paar Videos zu der Sneak und dann noch ein paar andere Projekte. Also wird sehr, sehr knapp. Ich hoffe, wir kriegen wenigstens einen Teil davon hin. Also zumindest das Interessanteste. Also die Top 2 Decks. Blue Eyes und Auf Vormarsch. Ansonsten war es das schon wieder. Wie immer, leidet nicht und Yu-Gi-Oh! Serious Business. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt wissen.